Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder eine kleine Schnipselparty, das heißt jede Menge kleine Telefonate, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem sehr informativ sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln und vor allem jede Menge Informationen, bei wem ihr nicht reinfallen solltet. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Felix Flitzekacke. Ja, Flitzekacke. Herr Flitzekacke, Sie haben eine Anmeldung auf Online-Handel. Sie haben eine Anmeldung auf Online-Handelsplattform gemacht, ja? Ah, Sie nuscheln so. Was? Sie nuscheln. Okay. Also ich weiß nicht, was er hier verstanden hat, aber er hat es auf jeden Fall zum Anlass genommen, das Telefonat direkt abzuwürgen und zu beenden. Ich weiß es nicht. Hier war definitiv schon alleine an der Stimme wieder zu hören und an dem Krach und der Musik im Hintergrund, dass wir hier bei einem, Trading-Callcenter rausgekommen sind. Das Schlimme ist, wenn man das jeden Tag macht, dann kann man schon teilweise am Akzent verstehen, was wir da genau dran haben. Ist das der Du Hurensohn. Also hier weiß ich tatsächlich nicht, was das sein sollte. Den Anfang, den ihr nicht verstanden habt, der lag hier leider an mir. Ich kann es euch nicht genau sagen, warum das so ist. Ich habe an der Telefonanlage nochmal was eingestellt, um genau das hier zu vermeiden. Ich glaube, das lag an dem Audio-Codec. Aber die Antwort von dem netten Mitarbeiter habt ihr ja hier gehört. Das war tatsächlich nicht ich. Das war tatsächlich der Betrüger, der zum Schluss das klar und verständliche gesagt hat. Die Einleitung des Gesprächs, also mit wem spreche ich da und so weiter. Ich glaube, ich habe da gesagt, das deutsche Betrügertelefon, wenn ich die abgehackten Schnipsel richtig verstanden habe. Aber tja, das ist halt das, was dabei rauskommt, wenn man ziemlich viele von diesen Betrügern an der Leitung hat. Die wissen halt teilweise, wo sie anrufen und dass sie bei Scambaitern rauskommen. Und sobald der Datensatz irgendwie ein bisschen auffällig ist, ist das halt gleich direkt die Einleitung des Gesprächs von den Betrügern. Hier hat der Betrüger dann gleich danach aufgelegt. Guten Tag, wie kann ich sein? Sprich mit dem Herrn Klaus? Nee, das ist mein Vorname. Ihr Vorname. Also mein Vorname ist Johannes. Ja, wollen Sie mich nicht mal mit dem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ja, wollen Sie denn nicht den Nachnamen benutzen? Ja, besser Name. Also Nachname hat keine Bedeutung. Johannes. Aha. Adel. Naja, wenn der Nachname für Sie keine Bedeutung hat, dann interessiert mich das Gespräch auch nicht. Tschüssikowski. Manchmal fehlen mir tatsächlich die Worte, auch wenn ich ziemlich viele Worte benutze. Den interessieren Nachnamen nicht. Nachnamen haben keine Bedeutung. Aha, also, ja gut, kann ja meinetwegen sein, aber ich glaube, so funktioniert ein seriöses Geschäftsgespräch irgendwie weniger. Weiß ich nicht, was das werden sollte, aber hier habe ich das Gespräch beendet. Kommt halt hin und wieder mal vor, wenn ich gerade selber auf dem Sprung bin. Wunderschönen guten Tag. Hallo, schönen Tag. Ich heiße Daniel Hoffmann. Ich rufe Sie von Definite Area an. Mhm. Sie haben Glauben vor kurzem Ihnen viele Leute den Namen? Ja. Sie haben vor kurzem bei uns registriert, richtig? Wo denn? Ja. Haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder nicht? Banane. Nein? Banane. Banane? Ja. Was bedeutet Banane? Eine Frucht. Eine Frucht? Okay. Frucht. Wollen Sie mal Geld verdienen vielleicht? Nee. Warum nicht? Weil ich Bananen mag. Bananen? Ja. Musite investować. Ja? Hallo, hören Sie mich? Sie müssen zu akustisch investieren. Sehr schlecht. Sie müssen investieren. Hören Sie? Können Sie bitte öffnen Ihre E-Mail und schreiben Sie bitte, ich wollen investieren. Nee. So, wie wir müssen investieren. Wir müssen Geld verdienen. Erstmal müssen wir Deutsch lernen, damit wir weitermachen können. Was? Deutschland? Nee, Deutsch lernen. Was ist Deutschland? Okay. Hören Sie mich, ja? Nee. Öffnen Sie E-Mail. Nee. Öffnen E-Mail. Nein. Nein? Warum? Na, weil kein Deutsch vorhanden. Sie müssen zu E-Mail gegangen. Aha. So, lala.
Also, mich würde ja wirklich ganz, ganz stark wundern, wenn sowas wirklich funktioniert. Also, bei dem Callcenter. Ich weiß nicht, was das genau werden sollte. Ja, aber die stellen sich nicht vor, die stellen nur Forderungen und wollen direkte Kohle haben. Um mehr ging's hier ja eigentlich gar nicht in dem Gespräch. Dann ist auf einmal jemand anderes dran mit, also ich wurde ja nicht mal drauf vorbereitet. Es wird immer verrückter in diesen Callcentern. Facherfahrung. Hallo? Guten Tag. Herr Knusprig, Knusprig. Ja? Sagen Sie bitte, haben Sie Zeit, haben Sie Ihre E-Mail, haben Sie Personalcomputer und Laptop dabei? Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Wie bitte? Was willst du denn? Wie bitte? Was willst du denn? Ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihre E-Mail-Box öffnen. Wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen und Ihre Firma? Okay, Herr Knusprig, hören Sie mich bitte sehr aufmerksam zu. Wozu lassen Sie Ihre Dateien, wozu lassen Sie irgendwo hin und dann machen Sie diese Spiele? Wozu das machen Sie? Antworten Sie mir bitte. Um dich zu ärgern. Wie bitte? Um dich zu ärgern. Um zu verlieren? Nee, um dich zu ärgern. Noch einmal, ich habe nicht verstanden, mehr deutlich und normal sagen Sie mir bitte, wozu lassen Sie Ihre Dateien dann weiter, Sie bekommen die Anrufe? Ja, die Sabine mit der Babette und der Bärbel. Ja, und was noch? Banane. Wie bitte? Banane. Und was noch? Ja. Sie lassen die Dateien, die Telefonnummer, Gerald... Ja, Sie heißen ja. Vielleicht Gerald. Herr Gerald, wozu lassen Sie die Dateien und dann bekommen ich Sie... Ich bin mit bei der Bärbel. Und was noch? Ja, genau. Und wie noch? Ja. Und Sie bekommen dann den Anrufe und machen diese Spiele. Wozu dann machen Sie so? Na, um dann... Ja, ich habe verstanden. Was noch? Na, männlich. Haben Sie Personalcomputer oder E-Mailbox in Ihrem Handy? Nee, hab ich nicht im Handy. Warten. Ja? Ja. Ich sehe, dass Sie haben. Ich sehe, dass Sie haben kein Gehirn. Nun, ich kann dasselbe betrifft Sie sagen. Ja? Ja. Oh. So ist das betrifft Sie, dass Sie keinen haben. Ist ja witzig. Ja, und was noch? Hast du auch Schinken? Weil Schinken kann in der Sonne anfangen zu stinken. Ja, ich verstehe Sie. No. Ihre andere... Öffentlich. Und was noch? Na, aber nur dein Mikrofon ausgeschaltet. Ja. Ja, und? Ja. Wo ist der Brief? Ich frage meinen Kollegen Rudi Lang, betrifft diesen Brief? Ja, ist runtergefallen, der Brief. Nur ist ausgerutscht auf Banane mit dem Obst. Wie alt sind Sie, Herr Huber? Ich? Ja. Fünf. Ja. Und was sind Sie von Beruf? Kindergarten. Haben Sie Erfahrung im Handel, Herr Huber? Gerald? Ja, ich nehme manchmal der Babette und der Bettina ihre Bauklötze weg. Und dann habe ich gehandelt. In welcher Stadt leben Sie, Herr Gerald? Da, wo das mit dem Fernsehgerät steht, das große Ding mit der Antenne. Okay. Welche Sprache sprechen Sie, Herr Gerald? Banane. Welche Sprache sprechen Sie? Bananisch. Okay, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüssi, Betrüger Lady. Tja, der typische, absolute Wahnsinn aus den Betrüger-Callcentern. Anders kann man das, glaube ich, nicht mehr zusammenfassen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten. Ja. Hallo? Ja. Ich grüße Sie, Herr Roberto Habeck. Herr Mark am Apparat. Ich melde mich von Trader Active. Oh, ja, es geht um Online-Handel. Hm. Haben Sie schon Erfahrung an Online-Handel? Mhm. Okay. Möchten Sie, dass ich Ihnen etwas erkläre? Was denn? Über Onlinehandel? Über meinetwegen. Okay. Ja, wollen Sie erstmal über uns zu erklären oder über Onlinehandel oder
darüber, warum wir arbeiten sollen in Zukunft? Na, eins nach dem anderen. Nach dem anderen? Eins nach dem anderen. Okay, gut. Wir sind der Trader Active. Wir sind die Trader Active, okay? Es ist ein Unternehmen mit Hauptsitz hier in Frankfurt, okay? Aber wir haben auch viele Filialen in viele verschiedene Ländern. Und Onlinehandel, was das ist? Sie haben vielleicht schon gehört über die Börse, haben Sie gehört? Was ist denn das? Die Börse ist ein großer Markt, ein großes Markt, wo man mit verschiedenen Produkten handeln kann, mit Aktien, mit Gold, mit Öl, mit Währungen, mit alles. Okay? Aha. Ja. Ist ja okay. Ja, ist sehr interessant. Und Sie müssen selber das nicht kaufen und die Papiere mit in der Tasche zu Hause zu nehmen, sondern Sie haben hier eine Applikation. Sie werden noch einen Berater von uns bekommen. Er gibt Ihnen die Informationen. Okay? Und Sie sehen, dass da Krieg gibt, ja? Russia gegen Ukraine. Okay? Wo denn? Wie? Wo denn? Wissen Sie das? In der Ukraine? Oder haben Sie das nicht gesehen? Nee. Also, Sie sind pro-Russia. Aha. Sie sind pro-Russia. Was? Ja, was? Kennen Sie Russland? Nee. Kennen Sie nicht das Russland? Okay. Eine große Stadt Russland ist größer als Deutschland. Eine große Stadt? Land. Genau. Ja. Aha. Und was macht man da? Okay. Man darf, alle Russen ficken deine Mutter da. Aha. Okay. Interessant. Und sonst so? Erzähl mehr aus deinem Leben. Scheint ja sehr zu interessant bei dir zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Aha. Interessant. Und sonst so? Gibt's noch was Neues? Möchtest du noch was erzählen, Schnuckelschätzchen? Ich kann warten. Was hast du denn sonst noch so auf dem Herzen, mein Kind? Nichts mehr weiter? Das ist ja schade. Möchten Sie ja ein paar Kinder haben in Ihrem Haus? Was will ich in meinem Haus haben? Kakerlaken? Nee, Kakerlaken sind ungesund. Nee, Kinder. Kind. Warum? Die sind laut. Spielen mit den Kindern? Nee, das ist laut. Okay. Dann Frauen? Willst du Frauen da? Nee, warum? Damit du spielst mit den Frauen. Nee, die kosten mir zu viel Geld. Okay, dann für so viel Geld, ich kann ihnen helfen, damit du Geld verdienst. Willst du? Nicht. Mit was essen sie? Was ich esse? Ich habe vorhin gegessen. Sie haben Hühner gegessen? Nee, eine Banane. Eine Banane. Und Schwänze auch? Nee, kann man nicht essen. Nee. Nicht öfter, okay? Nee. Okay, aber einmal im Monat? Nein. Im Jahr? Nein. In 10 Jahren? Ja, und dann hat der sehr zuvorkommende Herr hier direkt wieder aufgelegt. Ich find's einfach nur ekelhaft, wie der Krieg in Russland und also beziehungsweise in der Ukraine mit Russland die ganze Zeit ausgelutscht wird. Jeder geilt sich daran auf und jeder will da irgendwie sein Stück von der Torte abhaben. Aber dass der Krieg da schon seit über 8 Jahren tobt, also so richtig ausgebrochen jetzt erst vor kurzem, medial zumindest, aber dass das ausgeschlachtet wird, ja, und dann noch die Beleidigung da wieder am Telefon. Ich verstehe es einfach nicht, warum die Menschen immer auf den schlechtesten Dingen in unserer Erde rumhacken müssen. Tja. Aber so ist es halt, ne? Und was will man von solchen Leuten am Telefon großartig erwarten? Jedes Mal noch die sexuellen Störungen da zum Anschluss. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Auf jeden Fall zeigen die Betrüger hier jedes Mal ihr wahres Gesicht und was sie eigentlich wirklich im Sinn haben. Nichts Gutes. Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Hier ist der Herr Steiner. Ja. Wunderbar. Herr Steiner, mein Name ist Anna Nomik. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Sie haben bei uns vor einer Woche Ihre Kontaktdaten unter unserem Projekt von Bitcoin hinterlassen. Stimmt das? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Wenn dann Sie bestimmt sagen, stimmt das nicht, Woche ja? Her, dann weiß ich das nicht.
Also, ich dachte, dass es für Sie wirklich sehr wichtig ist und Sie haben sich daran eigentlich erinnert. Aha. Aber das ist für Sie überhaupt nicht wichtig, ja? Was denn? Also zusätzliches Einkommen auf dem Finanzmarkt, automatisierte Handel mit Kryptowährungen. Aha. Mhm. Also erinnern Sie sich nicht daran? Nicht wirklich, ne. Alles klar. Gut, dann vielen Dank für Ihre Antwort, sehr besam. Schönen Tag für Sie. Tschüss. Es gibt ja verschiedene Arten von diesen Betrügereien. Der erste oder die erste Instanz ist, dass direkt jemand anruft, wenn man sich eingetragen hat. Und dann gibt es aber auch noch welche, die einfach später nochmal anrufen, unter neuem Namen, andere Firma, die Daten wurden ihr verkauft. Ich frage mich hier tatsächlich immer, warum rufen die eigentlich nach einer Woche oder nach einem Monat oder nach 2 Monaten immer noch mit anderen Firmen an, wenn man doch schon von der ersten Firma belästigt wurde? Dann hat man doch da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum die das dann einfach nochmal und nochmal und nochmal bei der gleichen Rufnummer probieren, immer wieder mit einem anderen Firmennamen. Denn spätestens, wenn es schon nach dem ersten Mal aufgefallen ist, dass das Ganze Betrug ist, dann will ich mich doch gar nicht mehr mit weiteren Anrufern unterhalten. Der Drops ist doch da eigentlich schon gelutscht, oder nicht? Ja. Hallo? 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 Guten Tag. Guten Tag. Mit wem spreche ich? Mit dem, den Sie angerufen haben. Herr Habeck, ja? Hallo, spreche ich mit Herr Habeck oder nicht? Ja. Sehr schwere Frage. Nein, richtig. So, Sie haben sich an Online-Handel interessiert, korrekt? War eine sehr schwere Aussprache, ne? Ich habe sehr schwere Aussprache. Denken Sie? Jawohl. Wer sind Sie eigentlich und warum haben Sie sich registriert bei uns? Könnten Sie mal sagen? Nee. Geht Sie doch gar nichts an. Nee. Sie haben sich bei uns registriert. Wieso? Was ist der Grund? Und wie kann ich Ihnen dabei helfen? Ja, von Ihnen will ich keine Hilfe. Wollen Sie keine Hilfe? Okay, tschüss. Also schon alleine, dass die jedes Mal erzählen, dass sie einem helfen wollen. Ja. Um das mal näher zu definieren, eigentlich wollen die nur dabei helfen, dass man sein Geld los wird. Denn, tja, eigentlich könnte man auch ganz alleine einzahlen. Wenn man das aber nicht tut, dann rufen sie halt direkt an. Beziehungsweise, ja, die rufen ja auch schon ganz, ganz oft an, wenn man überhaupt gerade mal die Anmeldung überhaupt fertig gemacht hat. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Und dann kommen da halt solche Gespräche zustande. Melanie Fickhoff, schönen guten Tag. Guten Tag, die Firma No Elementum, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben schon mit denen, denke ich, mir telefoniert. Also Sie haben Gapsel Eretron aktiv bestellt. Die haben jetzt die Information von UPS bekommen. Der Kurier hat versucht, aber hat nicht geklappt. Deswegen wir haben jetzt einen Vorschlag. Also ich weiß nicht, ob Sie noch Wunsch haben. Ja, also das Paket kann ein Paketzentrum in Berlin zugestellt werden. Also das Zentrum befindet sich in Industriestraße 4-9, die Hausnummer. Wenn Sie also das machen können, also selbst abholen, das ist die beste Variante, weil ich weiß nicht, wie lange das noch dauern kann, bis der Fahrer sie findet. Ja, das ist Blödsinn, aber ich weiß nicht, warum er sie finden nicht finden kann. Ja, deswegen. Wenn Sie nichts dagegen haben, können Sie das Paket an Paketzentrum, wie gesagt, zustellen lassen und dann informieren wir Sie, dass das Paket dort ist und dann Sie können das abholen. Aber ich muss Ihre Bestätigung zuerst haben. Ja, das kann man machen. Aber dann würde ich die Bestellung verdoppeln, wenn ich da schon laufen muss. Ja. Naja, ich gebe die Informationen an meine Kollegen weiter. Ja. An Verkaufsabteilung. Okay. Naja, danke. Dann machen wir so, weil ich weiß nicht, warum wirklich. Wir haben schon mit dem, ich denke, 2-3 Mal alles geprüft, aber ich verstehe nicht, warum der Fahrer immer wieder sie nicht findet. Und wie gesagt, also es wurde heute schon diese Variante vorgeschlagen. Also wie gesagt, ich habe auf der Karte gesehen, das ist eigentlich nicht so weit weg. Naja, man muss ein bisschen laufen, also, aber ja. So gegen 4 Kilometer von hier raus, ja. Deswegen, naja, dann
kann ich jetzt so machen. Also ich gebe die Informationen an meine Kollegen aus Logistikabteilung weiter und also es wird so vereinbart mit UPS. Also das Paket wird an Access Point, also als Paketzentrum zugestellt und sobald wir die Informationen haben, das Paket dort ist, dann rufe ich wieder an oder meine Kollegen, auf jeden Fall werden sie informiert, dass das Paket dort ist und dass sie abholen können. Ja, können wir dann so machen. Ich denke, wie gesagt, das ist die beste Variante. Ja, danke sehr für Geduld. Ja, wie gesagt, einen schönen Tag noch. Danke Ihnen sehr, sehr. Tschüss. Tschüss. Upsi, da ist wohl die Adresse nicht richtig gewesen und unsere Kokolores-Tabletten sind nicht angekommen. Naja, die Firma, die ist auf jeden Fall hinterher, dass sie irgendwie an ihr Geld kommen. Das kann man denen auf jeden Fall schon mal lassen. Aber, naja, über die Inhaltsstoffe der Tabletten. Da wird ja nicht wirklich was gesagt. Von daher nochmal eindringlich die Warnung, wer sich solche Tabletten bestellt, sollte sich hinterher über gesundheitliche Beschwerden nicht beschweren. Schönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da? Guten Tag, Herr Schwanz. Ich bin Kate Martins von Online-Handelsplattform. Mhm. Ich suche Sie wegen Ihrer Anmeldung auf den Finanzmarkt. Haben Sie noch Interesse an Handel, bitte? Mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Forex, mit Rohstoffen? Mit Indizes. Was ist denn das? Das ist ein Online-Handelsplattform. Sie können bei uns mit verschiedenen Produkten handeln, ja? Und damit können Sie das Geld verdienen. Mhm. Zum Beispiel, wissen Sie, was Bitcoin ist? Kryptowährung? Was macht man damit? Ja, damit können Sie eigentlich das Geld verdienen. Also zurzeit ist sehr guter Zeitpunkt zum Handel, weil der Preis von jeder Kryptowährung, zum Beispiel Bitcoin, der Preis runtergesunken ist. Das heißt, sobald Sie das Konto aktivieren mit minimaler Startinvestition mit 250 Euro, können Sie die Produkte mit niedrigem Preis kaufen. Wenn der Preis wieder steigt, dann können Sie teuer verkaufen. Ja? Und damit machen Sie Ihre Gewinne. Woher wissen Sie denn das? Woher weiß ich das oder was meinen Sie? Mhm. Ja, weil ich in diesem Bereich arbeite und ich weiß es ganz genau, wie das alles funktioniert und wie das alles läuft, okay? Aha. Und da haben Sie die Registrierung selbst gemacht mit Ihrem Namen, mit Ihrer E-Mail-Adresse und mit Ihrer Nummer. Das heißt, Sie hatten schon Interesse an Handel und Sie wussten ein bisschen, wie das alles funktioniert, sonst woher hätten Sie Interesse an diesem Geschäft? Mhm. Ja. Haben Sie noch Interesse oder haben Sie kein Interesse, damit ich nicht mehr Zeit verliere? Also sagen Sie mir bitte. Was denn? Haben Sie Interesse an Handel oder haben Sie kein Interesse? Ja, meinetwegen. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss. Ja, dann halt nicht. Sie spielen gerade, wie ich das gesehen habe, und ich arbeite nicht mit solchen unseriösen Menschen, okay? Na, aber Sie sind doch unseriös, Herr Betrüger. Ja, mal wieder ein Gespräch der Marke Kurios, wie eigentlich alle Gespräche hier auf diesem Kanal. Tja, aber was wollte die eigentlich genau? Die hat sich nur irgendwas zurechtgestammelt, aber das, was sie da so von sich gibt, hat ja irgendwie kein Hand und Fuß. Sie erzählt nur, dass man mit Bitcoin irgendwelche Gewinne machen kann, aber wie das Ganze funktioniert, erklärt euch hier niemand. Tja, denn das ist auch nicht die Absicht der Betrüger, euch in irgendeiner Art und Weise zu erzählen, wie das Ganze funktioniert. Denn, tja, wie das Ganze wirklich funktioniert, das muss man sich hier wohl irgendwie selbst erdenken. Tja, und da wir das hier tun, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die sich einfach nur die Kohle in die Tasche stecken möchten, um sich dann nach diesem Telefonat einfach nie wieder zu melden. So läuft es zumindest bei den meisten Betrugsmaschen ab. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Herr. Paul Schröder ist am Apparat. Schön, Sie zu erreichen. Wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Ah, super. Herr Herr, der Grund ist im Anruf, ist, dass Sie wollten heute mit Ihnen ganz kurz ein Gespräch führen über das Thema Finanzmarkt. Aha. Sind Sie vielleicht bekannt mit dem Thema oder haben Sie vielleicht Erfahrung? Nee. Sie wissen schon, was Onlinehandel ist, genau, ja? Was? Onlinehandel, Sie wissen schon, was Onlinehandel ist, genau. Ja, aber hier bei eBay und so, verkaufen und so. Ja, genau, so mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe, ETFs und so weiter. Nee, das gibt bei eBay nicht. Herr Kunst. Was gibt es bei uns nicht? Na, bei eBay gibt es das nicht. Nein.
Der Punkt ist, Herr Kunz, dass Sie wollten nur mit Ihnen ganz kurz ein Gespräch führen über das Thema Finanzmarkt. Okay. Ja, sagten Sie schon. Ich sehe hier das Interesse. Der Punkt ist, dass viele nicht wissen, wie und wo sie anfangen sollen. Und Ihnen dabei zu helfen, ist unser Job hier. Aha. Erstmal, wir geben euch ein kostenloses Schulungsprogramm. Wir erklären euch alles Schritt für Schritt, wie das Onlinehandel geht, wie Sie das machen können, damit Sie keine schlechte Erfahrung machen. Aha. Und bis jetzt ist es gut, dass Sie keine Erfahrung haben, weil viele Klienten arbeiten mit so mit unlizenzierten Firmen und dann sie werden betrogen bei den Finanzberater und dort geht die schlechte Erfahrung. Aha. Okay, es sieht aus, dass Sie mit mir spielen, ja? Spielen Sie? Das soll mal noch einer verstehen, das Gestammel da am Telefon. Tja, und das soll irgendwie in irgendeiner Art und Weise seriös wirken. Vor allem soll jedes Mal seriös wirken, wenn sie euch von anderen Betrügern erzählen. Dabei vergessen die Betrüger irgendwie jedes Mal zu erwähnen, dass sie ja eigentlich sogar selbst die Betrüger sind, die euch hier gerade abzocken wollen. Das ist immer wieder absolut Wahnsinn, dass das überhaupt funktioniert. Nur dramatisch, dass da wirklich Menschen ihr Geld einzahlen. Und naja, eins ist klar, wer hier seine Kohle drin versenkt, tja, der sieht die nie wieder. Hallo? Ja, schönen Tag, Herr Kunst. Eugen Müller ist mein Name für die Greenfield Investment. Mhm. Herr Kunst, ich bitte um Verzeihung, bei uns im System steht, als ob Sie noch vor 2 Wochen bei uns ein Handelskonto registriert haben. Deshalb rufe ich Sie an. Mhm. Hören Sie mich? Ja. Ja, ist das tatsächlich so? Haben Sie bei uns Handelskonto gemacht? Sind Sie an einem Nebeneinkommen interessiert? Hallo? Ich verstehe die Frage nicht. Wir sind eine Finanz... Und dann war das Gespräch auch schon zu Ende. Ich weiß es nicht. Manchmal würgen die sich selber ab. Vielleicht fällt ihnen aber auch einfach im System auf, dass ich da schon mehrfach drin stehe, wenn sie da so ein bisschen rumscrollen. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, die Mitarbeiter sitzen quasi hilflos am Computer und auf einmal ploppt das Telefongespräch auf und der Datensatz ist vor denen. Das funktioniert alles automatisch. Da sitzt keiner und wählt die Telefonnummern alle durch. Ja. Hallo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Schwanz? Mit was? Sind Sie der Herr Klaus Schwanz? Ja. Ja, hallo. Hallöchen. mein Name ist Herr Lande. Ich melde mich von Synco Investment Group. Wie geht's Ihnen, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie nicht fragen. Okay. Kein Problem. Dann gehe ich direkt zum Thema. Wir haben eine von der Anmeldungen abgeschlossen für Online-Investment. Und da würden wir uns ja wissen, was möchten Sie mit der Anmeldung machen? Möchten Sie weitere Informationen bekommen oder nicht? Was ist das für eine Anmeldung? Das ist eine Anmeldung für Online-Investment. Sie waren fast gleich, um eine von den Bestellungen abzuschließen, aber deshalb da mussten Sie uns erstmal wissen, was möchten Sie mit Ihren Bestellungen machen? Nix. Nix. Da möchten Sie nicht herhaben. Richtig. Alles klar. Okay, bedanke ich mich, Herr Schwanz. Alles klar, bedanke ich mich. Schönen Tag noch. Tja, auch wenn der sich jetzt hier wieder nett verabschiedet hat. Betrug bleibt das Ganze trotzdem. Seriöser macht's das Ganze auch nicht. Es ist einfach nur wirklich ganz, ganz schlimm, dass es so viele verschiedene Betrugsmaschen gibt, also auch wenn sie sich letztendlich alle ähneln, die Skripte sind immer doch ein kleines bisschen unterschiedlich. Aber am Ende geht's immer nur darum, dass ihr euer Geld da einzahlt. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen und vor allem auch ein bisschen aufgeklärt, wer da noch relativ neu dabei ist. Tja, und dass ihr definitiv daraus gelernt habt, dass man hier kein Geld einzahlt bei solchen Firmen und auch nicht solche komischen Kapseln bestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben, dann weiß ich auch Bescheid, ob es euch wirklich gefallen hat. Ja, und wer möchte, kann auch gerne den Kanal abonnieren. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst du auch keins der neuen Videos mehr. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.